Und Ninja Legends hat's wieder verkackt. Hi Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute spielen wir wieder Ninja Legends. Und ja Leute, der Countdown ist fast abgelaufen. Es sind nur noch 8 Minuten und 50 Sekunden. Wir haben gerade genau 1.27 Uhr am Morgen. Und ich bin noch wach. Natürlich bin ich für euch wach geblieben, um das ganze Ding jetzt mit live mitzubekommen und zu gucken, was da passiert. Es sind jetzt noch 8 Minuten und 30 Sekunden. Und 8 Minuten noch, 30 Sekunden, 20 Sekunden. Der Alter auf Elements wird nämlich dann freigeschaltet und hier steht, the Masters will only teach the strongest of ninjas. Das heißt ungefähr, der Meister wird nur den stärksten Ninjas etwas beibringen und hier kann man ab dem Rang Master of Elements rein und den habe ich auf jeden Fall, den kriegt man, wo ist der Master of Elements hier, den Rang braucht ihr Leute, um da rein zu können. Wir werden gleich sehen, was da passiert. Ich hoffe, dass neue Trainings Areas dazu kommen, das heißt, wo wir trainieren können. Die letzte ist jetzt hier da hinten von mir, wo ich mit minus 2000 Karma hin kann. Der Fakt ist Leute, ich habe gerade minus 110.000 Karma. Das heißt, ich hoffe, da kommt auf jeden Fall irgendwas, wo man halt besser trainieren kann. Vielleicht kommt auch ein neues Pet oder so, weil das Game wird, glaube ich, gleich geupdatet. Ich gehe mal davon aus. Ich weiß nicht, vielleicht wird das einfach freigeschaltet oder vielleicht werden wir nochmal rausgeschmissen und müssen nochmal neu reinjoinen, weil das Game halt ein Update bekommt. Vielleicht kommt ein neuer Rang oder sowas, neue Schwerter oder... Ich bin auf jeden Fall ziemlich gespannt. Oder vielleicht neue Skills, sowas wie das Unsichtbarkeitsmachen oder sowas. Oder... halt andere Sachen, da bin ich auf jeden Fall ziemlich gespannt drauf, Leute. Außerdem, ich habe hier, der letzte Rang hier kostet ja SP und ich habe jetzt schon die Einheit nach SP und die ist OC. Die habe ich hier, seht ihr, Leute, ich habe 40 OC Cash. Warum noch nicht, Leute? So, schauen wir mal gerade hier. Ja, hier haben wir noch gar nichts. Kaufen wir einfach mal alles. So, perfekt. Und... hier haben wir, ich weiß gar nicht, haben wir hier alles? Ja, haben wir. Perfekt, Leute, hier haben wir auch alles. Hier der Bag ist ja echt voll, also 800 SE, wer 800 SE in seinen Rucksack reinbekommt, der hat echt Talent. Also ich habe gerade mal 4,5 QA insgesamt, 4,8 meine ich, und das heißt, ich bräuchte gerade mal, um den komplett voll zu machen mit allen Ninjutsu, was ich bis jetzt in meinem Leben hätte, bräuchte ich gerade mal den hier. Ne, den hier, der hier wird sogar auch reichen. Und ja, der hier ist nochmal ein Tick besser. Das heißt, der Infinity Backpack ist gerade ein bisschen nutzlos. Aber er wird bald wieder useful. Also er wird bald wieder was bringen. Keine Angst, Leute. So, das ist noch 5 Minuten und 30 Sekunden. Da werden wir jetzt einfach mal gerade abwarten. Dann mache ich einen Cut, damit ihr es angenehmer habt. Dann müsst ihr nicht so lange warten, damit wir auch dann am Endeffekt das angucken können. Aber Leute, bevor wir diesen Cut machen, ich wollte sagen, Leute, ich habe hier ein paar Pets. Ein paar. Und die verlose ich an euch. Genau, entweder mache ich das halt in Streams, das heißt, abonniert auf jeden Fall den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr die halt nicht verpasst. Und ich verlose jetzt auch welche in den Kommentaren. Das heißt, schreibt doch einen netten Kommentar mit eurem Roblox-Namen, abonniert auch den Kanal und liked dieses Video hier, ganz wichtig, Leute. Und wäre cool, wenn ihr dieses Video mit euren Freunden teilen könntet. Das würde mich echt sehr freuen, wenn ihr einfach mal dieses Video an eure Freunde schickt. Würde mich sehr, sehr freuen, mal schauen. Und, ja, auf jeden Fall, schreibt einen netten Kommentar, dann könnt ihr hier so ein Pet gewinnen, mit Glück. Ich verlose nicht alle, aber ich verlose irgendwie so, mal sagen wir mal 10 Stück in den Kommentaren. Ja, ich suche dann mal ein paar Leute da raus und geb euch dann einfach die Pets. Oder halt, wie gesagt, in Livestreams. Und ihr könnt auch gerne meinem Discord-Server beitreten. Link in der Beschreibung. Und ja, da ist das Portal. 4 Minuten 33 noch, da mache ich gerade einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, Leute. Eine Minute noch, 60 Sekunden. Ich habe jetzt extra mal für euch Ingame-Sound angemacht. Vielleicht kommt ja irgendein Ingame-Sound da raus. Man weiß nicht, vielleicht kommt da irgendein Geräusch. 50 Sekunden noch, Leute. Ich bin auf jeden Fall ziemlich gehypt. Ich mache mal hier die ganzen Pets weg. Das sieht, glaube ich, cooler aus. So. Da bin ich auf jeden Fall echt ziemlich gespannt, was da jetzt passieren wird. 40 Sekunden noch. Ich bin echt gespannt. Und ja, Leute. Schreibt auf jeden Fall mal jetzt, schreibt mal, bevor das jetzt passiert, schreibt mal in die Kommentare, Leute, was denkt ihr, was kommt jetzt hier? Na gut, ihr wisst es da wahrscheinlich jetzt eh schon alle, weil ihr das Video weiterguckt und dann schreiben alle das Richtige in die Kommentare. Aber ich bin auf jeden Fall ziemlich gespannt, weil ich weiß es noch nicht, weil hier ist noch nichts passiert, aber ich werde es in 20 Sekunden erfahren, Leute, 20 Sekunden noch. Ich bin echt sehr gespannt. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, ah, okay, das hat gesprungen, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
Bam. Ja, moin. Der Countdown gönnt sich. Kann ich jetzt hier reinlaufen? Okay. Ich weiß ja nicht so wirklich, was da jetzt hier passiert ist, aber jetzt ist die Zahl im Minusbereich und jetzt läuft hier ein Countdown ab. Der sagt anscheinend, dass es nochmal 2 Tage dauern wird. Was ist denn da jetzt los? Ich bin jetzt extra wach geblieben, um das zu bekommen. Ich war gerade richtig, richtig gehypt und auf einmal. Ja, Leute. Was ist das? Was ist das? Warum? Hallo? Bitte, funktioniere doch. Alter, auf Elements. Hallo. Ich habe extra auf dich gewartet. Leute, ich habe jetzt mal die Lobby gewechselt. Mal schauen. Nein, es klappt anscheinend immer noch nicht. Das ist sehr, sehr belastend. Das werde ich auf jeden Fall in die Aufnahme reinschneiden. Das heißt, dass ich dann sehr wahrscheinlich die Aufnahme machen werde, wenn dieser Countdown hier abgelaufen ist. Aber das andere wird davor reingeschnitten werden. Weil, ja, ich fühle mich ein bisschen verarscht, weil die können nicht den Countdown einfach ablaufen lassen und dann etwas sowas hier machen. Vielleicht ist es halt ein Fehler. Ich werde jetzt nochmal ein bisschen warten, so eine Stunde oder so. Wenn das dann immer noch nicht klappt, dann. Okay, Leute, ich war gerade noch in-game und jetzt wurde ich aus dem Spiel gekickt. Jetzt steht hier auf einmal Soon. Und wenn ich jetzt hier die Seite aktualisiere, steht immer noch Soon. Aber Leute, ich glaube, das Update ist da. Das muss ein bisschen aktualisieren. Und Leute, auf einmal steht da Soon. Und ich glaube, jetzt geht das. Ich glaube, es geht jetzt. Ich hoffe es, Leute. Ich hoffe es. Leider haben wir das Event dann halt nicht richtig, richtig miterlebt. Aber auf einmal, Leute, das Game. Ich bin auch so in der richtigen Lobby reingedrückt. Ach, die ganze Lobby wird voll, weil da gerade alle reinjoinen. Ich join aber auf einen Private Server. Okay, Leute, ich bin jetzt auf einen Private Server gejoint. Klappt das Portal jetzt? Leute, klappt das Portal? Ich mach erstmal hier. Klappt das Portal? Wollen die, wollen die, wollen die, wollen die. Wollen die mich verarschen? Update kommt in 3 Stunden. In 3 Stunden. Das heißt, um 5 Uhr morgens. So lange bleibe ich definitiv nicht wach. Das heißt, ich werde morgen weiter aufnehmen. Und morgen werde ich dann auch dieses Video hochladen, nachdem ich aufgestanden bin und das Video aufgenommen habe. Diesen Part werdet ihr sehen. Und ja, Leute, was soll man dazu sagen? Warum verschieben die ihre eigenen Pläne? Wenn man doch schon nicht genug Zeit hat, dann soll man das auch direkt in Countdown einfach umschieben und nicht sowas machen. Weil, ja, was ist jetzt mit den Leuten, die sich sagten, Mama, in einer halben Stunde ist das Update, kann ich noch so lange warten? Auf einmal kommt nichts und das Update steht auf einmal, kommt in 3 Stunden. Ja, Leute, dann sehen wir uns morgen wieder mit dem Update. Also, ihr seht das Video jetzt in einem. Also, ihr seht es. Ihr seht es halt an dem Tag, als das Update rausgekommen ist, beziehungsweise das Soon-Ding. Aber für mich wird es nach dem Schlafengehen sein. Das heißt, ich gehe jetzt schlafen und dann sehe ich das Ding erst morgen, weil es erst in 3 Stunden kommt. Und ihr seht, wir haben 1:55 Uhr und dann wäre das um 4:55 Uhr. Und ja, darauf habe ich keinen Bock. Deshalb gehe ich jetzt schlafen und mache das dann nach dem Aufstehen, Leute. Ich hoffe, ja. Ich hoffe, es klappt dann wirklich und dann würde ich sagen, bis später. Okay, Leute, neuer Tag, neues Glück und ja, das Update müsste jetzt draußen sein. Ich bin jetzt aber hier mal auf das Profile direkt gegangen, damit ich das Update noch nicht sehe. Ich bin auf jeden Fall jetzt mal gespannt. Wo wir gerade schon hier sind, Leute, drückt mal gerne hier auf meinem Profile auf diese 3 Punkte und drückt auf Folgen oder Follow. Steht das bei mir natürlich nicht, weil ich mir selber nicht folgen kann. Wäre cool, da kann ich auch immer mein Spiel nachjoinen und mein Profil heißt aber JojoCraftAP oder in der Videobeschreibung verlinkt. Und joint auch mal eine Roblox-Gruppe. Hier einfach da hingehen. Hier ist der Join-Knopf. Einfach auf Join Group drücken. Und ja, dann seid ihr hier drin. Und wäre cool, wenn ihr hier mal in den Store vorbeischaut. Wer sich hier dieses Donate oder das Donate Big Shirt kauft, kriegt hier sogar den Donator oder den Donator Big Rang. Ja, danke auf jeden Fall für jeden, der hier was kauft. Und die Shirts sind natürlich auch cool. Könnt ihr natürlich euch auch kaufen. So ungefähr sehen die aus. I'm
the cellar and she's on my dick and I bet on her. I got the pack in the box, I said my line, open it up and then sell it off. Das war's dann mit der Werbung, sag ich mal. Dann gehen wir jetzt hier auf Games und ich bin gespannt. Okay, Elements. 50-facher Stats-Bonus, okay. 50-facher Stats, Elements. Einfach das blaue Bild wieder recolored. Last Update. Alter auf Elements. Mastering an Element consumes all your ranks. Nein, haben die nicht gemacht, oder? Das heißt, dass man auf Rookie wieder gesetzt wird, wenn man sich das kauft. Alter. Ich gucke mir das gleich mal auf jeden Fall genauer an. Für einen OP-Perk. Okay, ich gucke mir das genauer an. 5 neue Rängen gibt's, 50-faches Booster und Dragon Island coming soon. Okay, Leute, ich gehe direkt jetzt mal auf einen VIP-Server und gucke mir das direkt mal an. Gestern, das Update war ja ziemlich verbuggt, aber ihr habt ja dieses Video gesehen. Mal schauen, ob wir uns das jetzt hier holen werden oder erst im nächsten Video so einen Rang holen werden. Da bin ich auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gespannt. Okay, so. Wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Da ist das Ding. Da hinten sehen wir auch jetzt die Insel-Leute, glaube ich. So. Okay. Frost Element. Inferno Element. Lightning Element. Ja, Leute. Das sieht echt krass aus. Und vor allem auch diese Musik. Die Musik hier ist echt. Ich zeig's euch mal kurz. Ja. Schon angsteinflößend. Okay, schauen wir uns das Ganze an. Frost Element. Das sieht schon ziemlich gut animiert aus, hier dieser Sensei, okay. Element Mastery, Requires Rank, Golden Sun Shuriken Legend, den haben wir auf jeden Fall. All Hedge Pets Started Immortal Evolution, okay, das ist nice. Das heißt, wenn man ein Ei ausbrütet, wird das nicht normal, sondern ist direkt Immortal. 25, weniger Kosten für Klonen und 5-facher globaler Multiplikator. Okay. Scheint nicht so gut, also dafür würde ich echt nicht alle meine Ränge wegwerfen. Hoffentlich ist das hier irgendwie ein bisschen besser. Okay. Ein Pet-Slot. Okay, das ist nice. 25 faster Chests. Das ist auch gar nicht so schlecht. 5-facher Multiplayer und 10... Okay, minus 10% bei... sind die Ränge billiger. Okay, das Bild hier sieht einfach insane aus, Leute. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Okay, Lightning-Element. Bin mal gespannt, ob das irgendwie nochmal ein bisschen besser ist. So. Zweifach All-Rank-Multiplayer. Das ist richtig krass. Cheaper Swords. Also billigere Schwerter und 10-facher Global Multiplikator. Okay, Leute. Das heißt, wir müssen uns hier... Ich glaube, man kann sogar alle holen, weil da stand Master alle, bevor das neue Update kommt. Schaffst du es? Und ja, Leute, wir werden es ja wahrscheinlich schaffen. Aber nicht in dieser Folge. Das heißt, so ein Rank werden wir in der nächsten Folge kaufen. Und ja, stimmt jetzt oben rechts ab. Welchen Rank findet ihr am coolsten von denen? Frost, Inferno oder Light? Vielleicht mache ich einen 24-Stunden-Stream. Okay, ich mache keinen 24-Stunden-Stream, aber ich glaube, es könnte 24 Stunden dauern, bis wir das alles haben. Ich weiß es nicht, Leute, aber vielleicht mache ich einen Stream oder vielleicht mache ich das privat oder in der Aufnahme. Mal schauen, Leute. Dann danke auf jeden Fall fürs Einschalten. Naja, was ist jetzt der Aufwand wert? Ich bin auf jeden Fall so viel gespalten. Ich glaube aber, man wird auf jeden Fall deutlich stärker. Wir können uns dann gerade nochmal die 5 neue Ränge angucken. Und ja, wenn wir da gerade hingehen, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Und lasst wieder ein Like da. Schaffen wir die 500 Likes, Leute. Ich glaube schon. So. Gehen wir hier rein. Hier. Okay, die haben einfach dieses. Okay, Dark Evolution Form. Okay, 900 SP könnte ich mir sogar kaufen. Die haben aber einfach hier dieses Bild. Okay, sehen wir jetzt hier nicht. Warte, gib mir eine Sekunde. Dann müssen wir nach ganz hier oben springen. So. Die haben einfach dieses Bild hier recolored. Hier das. Das ist einfach exakt dasselbe Bild, nur mit ein paar Blitzen drin. Naja, Leute, was soll man machen? Dann war's mit der Folge. Haut rein und ciao. Leute.